Mann, das Haus ist ja immer noch eine Bretterbude. Hier kommt's ja gar nicht voran. Irmgard, jetzt komm her, ich muss das Silikon da reinmachen. Halt doch mal still. Merl! Irmgard, halt still! Irmgard! Okay, was treibt ihr schon wieder? Merl, was treibst du hier schon wieder? Irmgard, bleib. Was? Merl, was soll das? Was? Was machst du da mit der Ziege? Ich habe eine Lieferung Silikon bekommen. Ja, und was hat die Ziege damit zu tun? Ich wollte Goldlights herstellen. Das ist wohl der neueste Trend. Unter Truckern. Trucker lieben Goldlights, wurde mir gesagt. Und deswegen muss die Ziege wieder leiden und qualvoll vor sich hin gemolken werden. Das Ding ist doch total trocken, Merl. Hast du das so trocken gemolken? Das fängt schon Feuer, wenn du weiter dran rumspielst. Umso besser, so bleibt das Material nicht im Mund kleben. Ach Merl, du bist echt ein grausamer Trottel, weißt du das? Schon Großmutter und Großvater haben Goldlights hergestellt. Wieso spuckst du auf ihre Traditionen? Die haben keine Goldlights hergestellt. Doch. Nein. Ach, übrigens, die Eier können wir doch alle einsammeln, wir haben ja gar keinen Gockel. Ist ja eigentlich befruchtet, die Dinger da drin. Ach so, keine Frucht, Gockel, ja. Nix, okay, da ist nichts zum Blindmachen drin. Wir brauchen Gorglis. Ja, wir haben 10 Eier, was denkst du, sind die wert? Ein Ei, $4? 10 ja, wahrscheinlich. Stück, $40 oder so? Oder denkst du, dafür kriegt man so, schon so einen aktiven Huni? Ne, Flonny-Huni. Ein Flonny-Huni gibt's dafür nicht. Ja, ich muss noch mehr Holz besorgen. Wir müssen halt irgendwelche Viecher abballern. Die Leute sagen, ihr seid richtig unten angekommen. Mach doch Meth. Einige auch gemeint, mach doch mal wieder Meth. Das wäre so geil. Weißt du, warum machen Leute sowas nicht? Meth? Echten Welt machen das viele. Nein, aber wie geil wäre es, wenn du hier irgendwie noch so ein Meth-Labor oder eine Cannabis-Farm oder so machen könntest, illegal. Und die Bullen kommen vorbeigefahren. Und du musst das dann verstecken und die ablenken oder abknallen und ihre Leichen im Keller verbergen. Und dann kommt das FBI dann noch irgendwie Säure und Plastikbadewannen holen. Ja, Lugli-Fässer und da löst du dann die Cops drin auf und so. Oh, wie toll, ey. Ja, du musst halt Spieleprogrammierer werden. Wir brauchen Kohle. Wir würden die geilsten Spiele machen. Ich sag's dir, wie es ist. Na, dann müssen wir das halt in Angriff nehmen. Wir machen irgendwie so ein Found-Me-Ding. Gucken, ob wir ein paar russische Programmierer finden, die da das mit uns machen und dann ab geht's. Ne, polnische sind die am besten. Aber stimmt, polnische. Oder ukrainische, polnische sind auch gut. Ja, die sind Polen auch gut. Sourced ziemlich viel in die Ukraine. Hat, jetzt ist schwierig, aber früher sehr viel outgesourced. Ja, aber die sind ja jetzt quasi dann auch direkt rein wieder ingesourced. Die Möglichkeit hatten, sind natürlich schnellstmöglich nach Polen rein. Ja. Lass mal schlafen gehen, damit wir wieder Tiere abruppeln können. Am besten das ist wahrscheinlich. Das ist eher Ruppler, weißt du? Er sagt Mörder, ich muss die Fetische, ja. Ja, aber bei mir kommt ja auch was raus. Du machst ja trocken Geld, ruppeln. Weißt du? Keiner verurteilt jemanden, wenn er für Geld ruppelt, aber du ruppelst Geld halt. Geld ist mir halt nicht so wichtig. Ich will Spaß im Leben. Mir ist Tierleid wichtig. Wir haben, dass die Viecher blind sind, dann bin ich glücklich. Und die Kirche hat ja schon gesagt, Wichsen macht blind. Also, guter Ansatz, Merl. Guter Ansatz. Guter Ansatz, Merl. Nee, ich bin der Meinung, wir sollten uns so einen kleinen Ofen jetzt gönnen und halt direkt in die Käseproduktion einsteigen. Ich glaube, das wäre jetzt am ertragreichsten, um Geld zu verdienen. Das wäre jetzt so mein Turn. Ja, Fleisch können wir halt nicht, weil die noch nicht geworfen haben und so. Ja, und außerdem willst du dann. Wir brauchen ja schon so 4 Weibchen mindestens mal, damit wir überhaupt Käse gewinnen. Dann brauchen wir aber auch einige Kannen und so. Und dafür brauchen wir wieder Geld. Und dafür müssen wir wieder. Naja, wir haben ja eine Milchkanne. Jetzt holen wir uns halt mal einen Topf und einen Bunsenbrenner. Und dann können wir ja schon mal den Standardkäse herstellen. Das muss ja nicht gleich Pulverkäse sein für Kreis Industries und Industriekäse. Aber das ist ja sehr schön. Ich habe extra 5 Kilo Phosphat, Flüssigphosphat bestellt. Was ist die geheime Zutat? Phosphat. Einfach Phosphat. Bis zum geht nicht mehr. Total lecker. MSG, Phosphat und Maggi rein. Alter, die Karte ist bei mir hier richtig am Abdrehen. Richtig geil Maggi. Letztens habe ich mir so Suppe gemacht. Da hat nach nichts geschmeckt und hast einfach Maggi reingeschüttet bis zum Gehen. Nee, ja, die waren sich geil, aber ich hatte halt hier diese Suppeneinlagen, so Grießklößchen und Markbällchen und so. Boah, das liebe ich ja. So eine Hochzeitssuppe ist es dann. Ja, genau. Und Mini-Maultaschen. Geil. Ja. Und dann habe ich da wenn ich dann auf dem Löffel so ein Grießklößchen und eine Mini-Maultasche hatte, habe ich da nochmal so 3 Tropfen Maggi draufgehauen. Also bis der Grießknödel braun war quasi. Ja, genau, so ein richtig braun Knödel. So wie man es mit dem Zucker gemacht hat, wenn man früher Medizin nehmen musste. Weißt du noch, wenn du so einen braunen Würfel bekommen hast?
Omas braune Würfel muss es dann immer lutschen. Ah, das waren noch Zeiten, ey. Kräuterschnaps auf einem Zuckerwürfel ist auch lecker irgendwie. Da deckst du auch gleich zwei Dinge ab. Und das Kind geht früh ins Bett dann. Ja. So, jetzt geht's erstmal deinen Schnapswürfel. Die kleine Jule. Die kleine Jule. Irgendwer jetzt wieder in den Kommentaren, Moment mal, ich krieg die heute noch. Was ist das? Meine Oma gibt mir immer noch einen Schnapswürfel und ich bin 48. Boah, wir sind Viecher. Knall ab. Alter, das war ein Todesschuss. Nicht, dass die hier Populationen bilden irgendwie. Ich brauche noch 12 Bretter. Ich muss tanken. Und für einen großen Hühnerstall bräuchten wir noch 52 Metall. Ja, wir brauchen auch erstmal einen Gockel dann, ne? Ja. Eigentlich bräuchten wir erstmal noch ein Fahrzeug, weil die Holzproduktion stockt sonst extrem. Ich muss hier erstmal noch tanken. Jetzt verhökere ich erstmal wieder ein bisschen gutes Fleisch, ne? Jute. Nur echt mit dem Kreis Industry Siegel. Ich habe hier Benzin reingegossen, dann meckert das Huhn. Was? Ich schütte hier Benzin in das Huhn ein. Lass die Hühner am Leben. Die sind unsere einzige Geldquelle im Moment. Richtig arme Lütz. So, wo ist denn das andere Vieh? Du kannst auf jeden Fall noch die Ziege melken. Weil die muss man ja... Du kannst den Early Milk machen. Den Early Elk? Den Morning Milk. Milking einen wunderschönen guten Morgen, ihr Ziegen. Hallo, ihr Ziegen. Ich werde euch anfassen. Alter, die eine hat einen Eimer unter ihrem Arsch klemmen, oder? Ah, nee, das ist der... Ach, das ist durch hier. Ihr habt permanentes Durchfall. Verkaufen wir aber auch als Magiersatz. Sag mal, sieht die Tankstelle ein bisschen anders aus? Wie viel Eimer kann man denn da rausmelken? Ey, geh weg hier! What? Die andere Ziege drückt mich in die Wand! Hilfe! Hilfe! Jetzt bist du fällig. Alter, die haben mich in die Wand gedrückt. Oh Gott. Boah, das war hier wieder ordentlich Dollarlas ausgegeben. 22 ja, Dollarlas. Ein bisschen für tanken, Spritz. Ja, ich musste. Ich hätte keine andere Wahl. Ich gucke jetzt, dass ich hier noch irgendein Tier finde und dann hoffe ich, dass wir dann aus dem Ziegenmjolk. Wieso kann ich denn den Braunen nicht melken? Weil das ein Mann ist. Merl. Der Braune will nicht gemolkt werden. Du musst deinen Zumpfi schütteln, dann kommt vielleicht was raus. Nur mit Mund und ohne Eimer steht auf der Anleitung. Ich hab ihn trocken gemolken. Den alten Bock. Heiß Industries verkauft jetzt Melk. Malk. Mit Malkodextrose. Mit Vitamin O? Ja. Woher weißt du das? Hast du die Werbung auch schon gesehen? Ach, du guckst auch Phasmus. Ja, ein Universum, ne? Das wissen wir ja durch die Lukli Connection. Die Phasmo, Lukli, Ronny und alle sind damit drin irgendwie. Das ist ein Universum. Die Entwickler bauen schon die Spiele um unser Universum drumherum. An dem Punkt sind wir schon. Aber ist es auch Kreis Industry Canon, fragen die Entwickler immer. Und können wir den Plot da auch irgendwie verbinden oder müssen wir hinterher so eine Loki-Serie machen, die dann auf wirscheste Art und Weise alles miteinander verknüpft? Tja, Kreis Industries. Wenn du heutzutage erfolgreich deine Indie-Spiele loswerden willst, ja, dann musst du das einbauen. Ja, es ist einfach so. Es muss eingebaut werden. Das ist wichtig. Ohne Kreis Industries würde ich das hier gar nicht gucken. Nur echt mit Industrieverhalten. Aber wir sind ja jetzt schon früh industrialisiert. Wir haben ja schon mal eine Säge. Ja, wir sind gut dabei. Und wie gesagt, ich habe jetzt noch ein bisschen Fleisch hinten drauf. Vielleicht reicht es gerade so, um einen Bunsenbrenner und einen Topf zu holen. Und dann brauchen wir aber auch noch so ein Reifungs... Ding, ne? Das müssen wir auch noch machen. Guck mal, was es kostet.
Wie Reifungsding? Haben wir nicht einfach die Dinger in so einen Schrank gehängt? Nee, Käse hast du in so eine Kommode da. Kannst du die nicht einfach so in... Ja, die kannst du bauen, aber was kostet das an Materialien? Oder kostet das Nägel und so? Das meine ich damit. Ach so. Weiß ich nicht. Warte, ich mach gerade noch hier Dings. Alter, die haben hier nur einen Topf, aber keinen Sprenger, du. Kein Sprenger. Und Brenner gibt's bestimmt im Baumarkt, oder? Vielleicht. Wahrscheinlich. Bauen. Was kann man denn bauen? Holzfundament? Hier kann ich auf jeden Fall schon mal einen Topf machen. Scheune? Brunnen, Tisch, Holzzaun, Futtertrog. Vorratsbehälter für Käse. Kostet 18 Metall, 16 Holz. 18 Metall, 16 Holz. Ja. Vorrats, da reift das Ding aber auch, ne? Ey, wir hatten doch irgendwie, hatten wir nicht ein Haus gebaut, wo wir auch eine Reifekammer hatten? Kannst du dich daran noch erinnern? Wir hatten doch irgendwie so im Haus oder ja, so. Ja, aber was meinst du, was ein Haus an Metall und Beton kostet? Also, ja, aber da sind wir ja schon ein bisschen weiter. Du hast ja schon Beton reingesteckt. Ja, aber da fehlt noch viel Metall und so. Oh, ich guck mal, was Metall kostet. Ich fahr mal runter zum alten Kehrweiler und guck mal, was der da so... Zum alten Jeller. Also unser Haus fehlt noch 75 Zement, 45 Metall und 3 Holz. Also Holz ist nicht das Problem, aber Metall und Zement ist halt teuer. Ja, ich guck mal. Schon auf dem Weg. Ich zeig halt mega jetzt Rabatte bei blinden Tieren, aber... Ja, wenn ich jetzt halt irgendwie noch so einen Roadkill hinbekommen würde. Für Best Buy. Die haben richtig Bock auf Roadkills, haben sie gemeint. So. Was kosten Metall? Boah. 10 Metall, 100. Wie viel brauchen wir denn für den Reifeklotz? Für den Reifedings? Also es heißt Vorratsschrank. Ich weiß nicht, ob das zum Reifen ist. Warte, ich guck mal selber. Ich kann ja ins Buch reingucken. Was haben wir denn da früher immer gebaut? Bauen. Tisch. Ja, es ist dieses Vorratsbehälter. Das ist das. 18 Metall, also zweimal Metall. Mhm. Da hätten wir halt schon mal eine kleine Käseproduktion. Alter! Ey, das ist voll billig! Wie, was ist voll billig? Das hier ist gar nicht so teuer. 20 Zement, 20 Metall, kannst du eine Förderanlage bauen. Ah, jetzt haben wir ein Problem. Ich kann mir nicht beides leisten. Ich kann jetzt das Metall mir leisten, aber habe ich den Kocher nicht. Den brauchen wir ja auch. Oh, habe ich oben den Topf vergessen? Vor lauter Action jetzt. Oh, ey, hätten wir den Zement mal nicht in das blöde Haus investiert. Oh, da kommt einfach so ein Bär angerannt und sagt, ich habe noch ein bisschen was in meiner Spardose. Der Baumarktbär, Alter? Der Baumarktbär. Wirklich jetzt. Alter, hier mitten im Nirgendwo. Der hat uns vielleicht das Geld gegeben, wenn ich jetzt bei Best Burgers das verkaufe. Wie war das genau? Die Menge Geld, die wir brauchen. Dankeschön, freundlicher Bär. Dankeschön. Sich direkt bei Best Burgers vor die Flinte geworfen. Ja, im Grunde ja. Nimm mein Kadaver und verkaufe ihn für die Farm. Opas Geist war in den Bären. Oh, Opa ist in den Bären gefahren. Das hat Opa aber auch gemacht, als er noch lebendig war. Nee, der kam wirklich hier mitten, der kam angesprintet, gesprintet. Gesprintet, da hat der Bären immer betäubt mit Robernol und hat die dann, Robert Nol? Robert alte Bärenbetäuber Robert Nol. Der kennt ihn nicht, Social Media Star. Darfst du alles machen, kannst ja Schildkröten treten, wirst trotzdem berühmt. Und kriegst deinen Social Media Werbepartner. Ja, wir nicht und wir machen nur digitale Tierquälerei. Oh, es reicht für ein... Ey, der Bär hat uns wirklich genau noch den Brenner ermöglicht. Der freundliche Selbstmordbär. Ja, also das war ein Ding jetzt, ne? Also Robert Null halt, ne? Robert Null hat ihn geschickt. Ich hätte noch ein paar Bären in meiner Bärenfarm.
Ich glaube auch, dass Bärenfleisch die Zukunft ist. Ja, voll geil, wenn es da irgendwie so eine Mod gäbe, wo man halt noch die Bären und so alles anzüchten kann, ne? Ja. Ey, wenn die das Spiel moddable machen würden, ne? Alter, die. Das wäre geil. Weil Community macht einfach immer die geilsten Sachen. Ja. Community du, macht geil. Ja. Dann hättest du im Keller eine Ganja-Farm. Mit, oder Crystal Meth Farm mit Polizei und Mafia. Oh, das wäre so geil. So ein Spiel. Da könnten wir uns richtig schön reinsteigern mit Roleplay, weißt du? Ja, und es fängt so voll harmlos an, ne? Wie jetzt so, oh, Hühnerstall, keine Ahnung. Irgendwann fehlt dir aber die Kohle, dann kommt so ein Geldeintreiber, sagt, bis nächste Woche ist das Geld da und dann musst du halt irgendwas pflanzen oder. Ja, oder halt Meth. Gehst halt direkt in Chemie-Nachhilfeunterricht. Ich bin nochmal auf die Uni gegangen, weil ich Meth kochen lernen muss. So, hier ist die Blindmacher-Farm. Da muss ich hin. Oh, da drüben steht wieder ein Tier. Das baller ich direkt weg. Geh raus. Wo ist er hin? Eben gerade stand da noch. Ah, hier. Was hat der vor? Ja. Habe ich direkt blind geschossen. Ja, wir sind halt richtig auf Survival-Mode in blind dem Let's Play, ne? Direkt blind geschossen, ja, blind. Mit meinen Freundschaftskugeln. Mit meinen Friendship-Bullets. Beim Freundschaftsblei. Ja, Mölls Freundschaftsblei. Wenn man das, so, das muss man so schnell wie möglich ins Tier hineintreiben. Bevor es kalt wird. Ja, der hat, ich habe ihn halt eine Freundschaftsanfrage per Gewehr geschickt. Und er hat's angenommen. Der Bleibube. Der Bleiarschbube. Und mehr Jungpengmann. Miau, da bin ich. Ich hab die Säge jetzt nach hier vorn verlagert. Ich mach jetzt hier den Schrank rein. Ich brauch Holz für den Schrank. Ja, ich bin hier aktiv in der Holzfällerei. Oh mein Gott, ich hab vergessen, den Ding zu holen, den Brenner. Oh, weil ich mich jetzt aufs Metall konzentriert habe. Egal, unterwegs kann ich noch das Fleisch verkaufen. Drin steht der Schrank. Muss nur noch das Holz reinschieben dann. Aber dann haben wir schon Käse. Das wäre schon sehr nah dran. Und das Vieh ist ja auch schon richtig pralle. Also es müsste eigentlich auch bald mal ein Kind rausploppen. Hoffentlich. Und hoffentlich kann man das dann auch ordentlich melken. Ja, wenn du ihm direkt Steroide gibst, kannst du das direkt auf Melk bürsten. Steroide und hier so Starterbakterien für Aquarien. Einfach ein paar Starterbakterien dem Tier in den Mund gespritzt. Vielleicht bin ich auch noch irgendein Vieh unterwegs. Die Hoffnung ist immer da, dass irgendwas vor mein Auto läuft. Vor meinen Roadkills. Ja, ich höre die Roadkills bis hierhin. Wo war denn der gute Bärenspot? Der war doch bei diesem. Ja, aber der ist doch schon wieder weg gewesen dann. Na, aber weiß man ja nie. Vielleicht haben die sich schon wieder ein bisschen erholt. Ich muss erstmal noch hier hin. Vielleicht kann ich hier noch. Alter, dieses Auto. Qualvoll. Komm, hier so, muss doch noch irgendwo ein Tier sein, das ich über den Haufen ballern kann. Irgend so ein Hassbär. Das
Was wollte ich jetzt machen? Achso, ich wollte noch hier Holz besorgen für den Holzständerli. Ja, jetzt bin ich wieder bei dem Turm. Da war damals schon gut was los. Ist immer was los, aber... Ja, aber die meisten Tiere sind wahrscheinlich ausgerottet durch uns. Oh, hier ist so ein schöner Käseschrank. Oh, die haben nicht mehr viel Futter auch, ne? Beziehungsweise Wasser. Ja, Wasser kannst du aus dem Lukli mit dem Holzeimer holen. Echtes Wasser können wir uns nicht leisten. Wir haben nur Wasserersatzstoffe. Oh, hier ist ein Bär. Hab ihn. Jemand sich freut, dass man so ein unschuldiges Tier abballern darf, ne? Das Spiel hat auf jeden Fall die richtige Message. So, jetzt machen wir erstmal Wasserdings ist voll. Dann hat die was zum Saufen. Die Hühner musst du immer gucken, nicht, dass die uns dann irgendwie noch flöten gehen, ne? Ach, die Hühner sind robust. Wir haben Starterbakterien gekriegt. Bei dir hat alle Starterbakterien bekommen. Ich hab den Hühner in den Mund gespuckt. So hab ich mein, ich hab in meinen Spukterien. Ich hab in den ins Aquarium ein paar Mal reingerotzt. Passt schon. Starterspukterien. Es war aber Liebspuck. Ganz viel Liebspucke. Es war Liebespucke. Nee, hier gibt's einfach zu wenig Tiere. In der Wildnis. So, jetzt hol ich den Bunsenbrenner und dann können wir Käse anschmelzen. Boah, sind wir arm, ne? Ist echt, ja, echt hässlich. Dann, wir haben bald auch kein Dings mehr, ne? Kein was? Kein Sprit mehr für Dings. Sprit ist alle für... Auch die Kanne schon reinge... Für die Säge ist bald der Sprit alle, ja. Das ist auch nicht gut. Viel haben wir nicht mehr. Dann müssen wir wieder mit dem Gummischlauch durch die Nachbarschaft ziehen. Aber das mache ich doch schon immer. Ich ziehe schon immer Gummischläuche aus der Nachbarschaft. Wo ist denn Best Buy Burger? So, ah, hier vorne. Ah, es gibt halt hier zu wenig Tiere. Wenn ich hier mehr Tiere abballern könnte, dann würde es uns auch besser gehen. Ja, das hat Großmutter auch schon immer gemocht. Egal, ich habe nochmal 100 Dollar. Jetzt haben wir wieder 122. Guck mal. Kleine Schritte. Wenn wir erstmal einen Schwall Käse und Eier verkaufen können, dann wird es schon besser. Sobald wir erstmal so 3-4 Ziegen da drin gefangen haben und die dann nach und nach erblinden lassen, dann wird es uns wieder gut gehen, weil... Ja gut, dann müssen wir hier Scheinwerfer auch bauen. Die sind teuer. Die kosten, klar. Tiere blind machen ist nichts für arme Leute. Nee, das kommt erst später. Das Blindmachen kommt ganz am Schluss. Weil wir müssen das auch sanft vorbereiten und sorgfältig. Das ist eine hohe Kunst. Du kannst die nicht einfach flashen. Nee, du musst Tier artgerecht erblinden zu lassen. Artgerecht erblinden? Oh Mann, ey. Ach Gott. Oh. Was ist das eigentlich wieder für ein Let's Play? Ich habe keine Ahnung, das kann man so schon gar nicht nennen. Das ist einfach nur geisteskrank. Das ist einfach nur. Was ist denn aus diesem unschuldigen Format Let's Play geworden? Die Folge ist auch schon wieder rum, ne? Nee, kann gar nicht sein. Die Leute sind erstmal erlöst für heute. Die Folgen enden nie. Ich stehe seit 3 Folgen hier und säge. Ich hab nochmal ein Tier erschossen. Na gut, ich fahr jetzt heim. Und ihr da draußen, ihr lasst jetzt eine Bewertung da und sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Bitte achtet darauf, dass ihr nicht zu dumm werdet durch unsere Videos. Bis zum nächsten Mal, auf Wiedersehen und tschö. Tschüss.